Wickel ich doch einmal drauf. Das ist aber auch ungerade. Ja. Ja, ja, in der Mitte. Ja. Ja. Nun bist du Ausschuss an. Ich habe nicht von einer Seite geschossen. Ja. Von der linken. Ja, Zug nach rechts. Also muss der Schuss auf einer Seite sein. Ne? Die Düstung haben wir gar nicht gesehen. Das ist ja, wenn die sich so ineinander verhängen, dass sie beide. Ja. Guten Tag. Sie sehen es, es ist gutes Wetter. Gutes Wetter heißt gute Jagd. Und so ist es bei uns auch eingetreten. Gestern Abend 3 Hirsche auf der Strecke. Rolf und Carsten haben ihren ersten Hirsch erlegt, Heino sogar seinen zweiten. Grund genug, um in Ruhe mit den Jagdführern den Abend zu verbringen und alles Revue passieren zu lassen. Jagdführer haben erzählt, Jäger haben erzählt. Es war ein herrlicher Abend. Und das ist ja auch so wichtig, dass man mit den Jagdführern so guten Kontakt hat. Hier in der Oberförsterei Cibellino ist es sehr nett. Sehr nette Jagdförster, sehr gute Führer. Und so hat man einen herrlichen Abend gehabt und gemeinsam beschlossen, heute Morgen auszuschlafen. Das war auch gut so. Die Strecke haben Sie gesehen, brave Hirsche. Besonders der Kronenzehner ist ein ganz alter Hirsch. Wir schätzen ihn auf 13 Jahre nach dem Eserschnitt. Nach dem Abkochen kochen wissen wir noch mehr. Aber brave Abschusshirsche, so wie sie im Buche stehen. Freuen wir uns also auf die nächsten Tage und wenn Sie wieder einschalten, freuen wir uns und denken Sie ans Gewinnspiel. Es geht immer weiter, gleich im Anschluss. Brauchen die Jäger, um Essen und Trinken mitzunehmen? Und sie brauchen ihn, um Patronen mitzunehmen. Wir nehmen es auch manchmal mit in die Schule oder in den Kindergarten. Oder wenn wir zum Beispiel auf Tour sind.